gesprochen hier wegen dem Raum, den wir da oben mieten könnten, ob wir ja. den günstiger bekommen. Ja, ich weiß. Also hätte trotzdem erstmal leiser machen. Die da oben für DSDS soll von mir. Ich habe mir gebeten, dass er leiser machen mag, aber er möchte nicht, weil hier sind ja noch andere Gäste und es ist in erster Linie ein Restaurant. Hat er. Es ist auch für ein normales Gespräch zu laut, geschweige denn für meinen Vorgang. Ich habe ihn drum gebeten, aber... Stage vorbei noch. Es dauert noch. Noch ein bisschen, ja. Es ist jedoch implizit als Verbalinspirator des Vertrages mit kaiserlicher Diktion zu erkennen. Folgerichtig kennt die Weltkarte der UNO nur die nördlichen 5/6 der Welt. Also gucken Sie sich einfach mal eine UNO-Karte an, da werden Sie die Antarktis-Südpol vergeblich suchen. Exakt bis zur Geltungsgrenze des Antarktis-Vertrages, eben bis zur 60. also südliche Breite. 60. Nee, wir haben ja auch, wir sind zum Beispiel, Berlin liegt auf 53 Grad, ja so ist man aber, danke vielmals, 53 Grad. Wunderbar. Berlin liegt auf 53 Grad nördlicher Breite. Wir haben 90 Grad nördliche Breite und südlich haben sie auch 90 Grad. Ne? Also geht am Äquator los. Genau. Zack. Ne? Also bis zu den Löchern. Ne? Also Kopf und so. Alles klar. Sie wissen Bescheid. Also alles ab 60. Grad südlicher Breite ist verbotenes Gebiet für die Alliierten. Nur Tourismus. Und Temperaturmessung. Ist klar. Ne? Wetterforschung. So. Ja. Folgerichtig kennt die Weltkarte der UNO. Achso, hatten wir schon. Das unterste Sechstel der Weltkugel ist offenbar das heute größte Gebiet des Deutschen Reiches, das man zumindest auf Landkarten unterschlagen kann. Nach dem Vorbild anderer großer reichsdeutscher Hoheitsgewässergebiete vom Bermuda-Dreieck bis zu denen in der Zentralsahara im Irak. Ich erinnere an Bagdad, zwei Basen, ja. Oder in Westaustralien und so weiter. Oder kleinerer von Teilen. Von R51 USA bis zum Loch Ness mit dem witzig als Saurierkopf getarnten Seerohr eines alten deutschen U-Boots. Ja, das Ungeheuer von Loch Ness ist ein reichsdeutsches U-Boot. Ja. Stellen Sie sich mal vor. Ja. Was bitte? Ja, in Westaustralien. Also Eberhard, weißt du noch? Der Motorradfahrer Eberhard, der war am Anfang unser Treffen dabei, der hatte mehrere Reisen nach Australien gemacht, ne? Und hat uns davon berichtet, ne? Da weiß das jedes Kind, dass das die UFOs die Reichsdeutschen sind. Also auf nach Australien, Herrschaften, ne? Der Nordwesten Australiens wahrscheinlich. Oder so, ja. Also, wenn er Australien geschrieben hätte, hätte ich es auch vorgelesen. Also. Aber okay, Nordwesten oder Westaustralien. Es gibt ja eine Karte, da sind die 70 Hauptbasen eingezeichnet, kann man ja mal nachgucken. So, in den meisten Atlanten ist Neuschwarmland beim Namen genannt. In einem Schulatlas von 1954 sind sogar die Staatsgrenzen von Neuschwarmland von 1938 richtig markiert. Schmidt-Berlin. Peter. Ach, damit meint er mich. Gut, Schmidt-Berlin. Ja, Moment, das sehen wir uns kurz, nur ganz kurz an. Das war... Mein Gott, wie lange ist das her? 97. Neuschwarmland-Treffen am Freitag, am 23. März 2007. Den Schmidt meint er, das war also 97. Und da habe ich gleich auf der Titelseite des Infoblatts, ne, diese Abbildung aus dem IRO-Weltatlas gezeigt, aus dem Jahre 54, glaube ich, war das. Muss hier irgendwo stehen, 10. Auflage. Volksausgabe, sowas haben die neuen. Und da haben sie im Gebiet Neuschwarmland, ich halte das gleich in die Kamera, das umrissen. Und in der Legende steht für das, was sie da als Umriss genommen haben, Staatengrenze. Also das war gleich, bitte, ich muss erst die Kamera halten, dann gebe ich es rum. Also hier, das ist das Ding, das ist auch veröffentlicht. Ne? Also das ist Staatengrenze. 54 München, da wusste man noch Bescheid, Gruß an Bayern. 54 Münzen, ich gebe das mal rum. Weitergeben. Ich hatte einen Kamerad auch noch einen Atlas mitgebracht, da war es auch noch eingezeichnet. Ja, also das ist auch veröffentlicht, die Webs, ich glaube bei unglaublichkeiten.com kann man das einsehen. Und hier in der Einladung steht, glaube ich, auch, warten Sie mal. Oder ich muss das noch reinpacken, das habe ich glaube ich noch nicht reingepackt. Also das werde ich auch noch auf meiner Fotoseite dann veröffentlichen demnächst.
Aber Sie finden das, wenn Sie das eingeben, finden Sie das. Aber Sie müssen, da ja unglaublichkeiten.com indiziert ist, nur als Erwachsene dürfen Sie die Seite aufsuchen. Deswegen haben viele Provider von vornherein, machen Sie da eine Sperre, ne? Jugendschutz. Ne? Müssen Sie, wenn Sie Artikel von Kavi Schneider, mir oder anderen zum Thema UFOs und so weiter und Neuschwabenland finden, müssen Sie vorher immer bei der Such, also bei dem Suchautomat, den Sie benutzen, unglaublichkeiten.com eingeben und dann, was Sie suchen. Weil wenn Sie nur mich eingeben oder einen Schneider oder einen Suchbegriff, werden diese Sachen automatisch gefiltert. Oder Sie gehen gleich auf ein ausländisches Format. Also bei irgendeiner Suchmaschine mit .de werden Sie automatisch gefiltert. Nehmen Sie das zur Kenntnis. Wie bitte? DuckDuckGo zum Beispiel? Ja, man kann auch, ist egal, also einfach unglaublichkeiten.com eingeben oder überhaupt die Seite regelmäßig anklicken und lesen. Sie kriegen ein völlig neues Weltbild, hoffe ich. Ja, also Schmidt 2007. Die UNO hat also den untersten der sechs 30 breitengrade Streifen der Erde schon abgeschrieben. Ja. Ja. Und also die wussten also schon bei der UNO-Gründung 48, dass sie da nicht rankommen. Ne? Da ist ja die neue UNO-Charta rausgekommen. Und da genau davor war ja Byrd-Expedition. Ne? Die war ja 46, 47. Nicht? Und Byrd musste ja fliehen. Und hat General Marshall dann Bericht erstattet. Nicht? Und dann haben die also von Rheinwiesen weiter mordenden Kommandos, ne? Haben die umgeschalten auf Marshallplan. Ja, die mussten ja noch ein paar Geiseln durchfüttern. Ne? Ja. Sonst hätten sie ja kein Druckmittel mehr gehabt gegen Neuschwarmland. Ja, natürlich, was denn sonst? Sonst hätten die schon. Der Kaufmann, Morgenthau-Hutenplan wäre längst vollzogen. Die Deutschen in der BRD wären überhaupt nicht mehr da, ja, wenn nicht Neuschwarmland da wäre. So sieht's aus. Die haben das nie besiegt. Also, wissen Sie überhaupt, was wir denen verdanken? Den meisten, die hier am Tisch sitzen, verdanken ihre pure Existenz dem. Richtig. Man könnte fast sagen, dass wegen Neuschwabenland alles stattfindet, dann könnte man auch sagen, Neuschwabenland ist an allem schuld. Ja, wer hat die wohl nach Neuschwabenland getrieben? Dann sind wir wieder bei der Frage. Außerdem ist Schuldabladen verboten, jedenfalls hier. So, in den meisten, wo sind wir stehen geblieben? Ja, da. So, die UNO hat, also das hatten wir schon, na, zack, weil das Deutsche Reich die bedingungslose Kapitulation aller UNO-Staaten, ach so, da muss ich doch mal nachhalten. Also die UNO hat also den untersten der sechs 30 breiten gerade Streifen der Erde schon abgeschrieben. Und das ist eine Frage der Zeit, bis sie auch die restlichen fünf nördlichen davon abschreiben kann. Jo. Ja. Weil, und jetzt kommt die Begründung, Kavi Schneider, weil das Deutsche Reich die bedingungslose Kapitulation aller UNO-Staaten einschließlich der BRD als Bestandteil seiner Endsiegdoktrin festgeschrieben hat. Nochmal. Kann ich nur gerne mal verlieren. Den Satz könnte ich 100-mal wieder erleben, weil der ist so schön. Weil das Deutsche Reich die bedingungslose Kapitulation aller UNO-Staaten einschließlich der BRD als Bestandteil seiner Endsiegdoktrin festgeschrieben hat. Die bedingungslose Kapitulation aller Staaten. Ja, haben sie beschlossen. Die Geheimbasen des Deutschen Reichs haben auch den Wiederaufbau Westdeutschland organisiert. Nach dem Sieg Neuschwarmlands über die US-Angriffstruppen am 3.3.1947 mussten die Westalliierten mit den Demontagen aufhören, zugunsten des Wiederaufbaus, der von SS-General Martin Bormann bis in die 70er Jahre geleitet wurde. Bormann hatte sich mit Begleittruppen am 2. Mai 1945 unter anderem mit 2351 Tonnen Feingold der Reichsbank nach Argentinien abgesetzt und danach über 700 große Firmen und Konzerne der BRD geleitet und das zweite deutsche Wirtschaftswunder erzielt. Ja. Ja, klar, nach dem ersten von 1933 bis 1940, siehe Paul Manning, Suche nach Martin Bormann, Library Kongress, Washington DC, Übersetzung hier Axel Stoll, er hat das Buch übersetzt, die Suche nach Martin Bormann. Ja. Ja, oder man kann sich natürlich auch, wenn man der englischen Sprache mächtig ist, das englische Original holen. Ja. Genau. Da gibt's also, aber nicht viele, nur zwei. Ja. Eins davon habe ich. Genau, übersetzt. Man kann ja bei dir die übersetzte Fassung geben. Da gibt's nur eins. Kannst du ja vielleicht mal einen Vortrag machen hier? Über Martin Bormann. Ja, kann man demnächst irgendwann mal wiederholen. Genau wie später der Mauerfall war auch das Wirtschaftswunder der frühen BRD allein von der SS-Führung organisiert worden. Also der Mauerfall schreiben die sich auch zugute.
Ja, ich habe ja mal den Countdown zum Mauerfall vorgestellt. Da waren wir noch im Roseneck. Militärisch, nicht? Was da abgelaufen ist vorher, nicht? In den Weltmeeren 86 und so die ganzen UFO-Sicherungen und diese U-Boot... Challenger und so weiter. Organisiert und natürlich zusammen mit heimgebliebenen Genies aller, Zitat, Friedrich Flick der Große, so betitelt von Günter Ogger, und anderen, beides gegen den Widerstand der BRD-Politik. Die wollten ja am liebsten sozusagen ein Blumenland aus uns machen. Ne? Das war ja der Morgentau-Plan, Sie erinnern sich. Ne? Nur noch Bauern, Landwirtschaft, ne? Keine Schwerindustrie mehr. Ja, aber dann, ja, gut, Widerstand, ja, BRD. Obwohl das Gegenteil vorgetäuscht wird. Also es wird immer gesagt, es wird alles für uns getan, das stimmt ja von der Politik her nicht. Aber ich möchte hier kurz KW Schneider verlassen und mal einen Einschub machen. Also wenn Sie das Getue dieser Polithengste sehen, da heißt es immer, die geben den politischen Rahmen vor und bla und so weiter. Ja, vergessen Sie das. Ja, auch Marionetten, das ist völlig wurscht. Die können allenfalls einzelne Punkte vorgeben. Das ist ja, ich meine, die tun es immer so, als wenn alles in der Welt von ihnen abhängt. Also nichts ist weiter als die Wahrheit. Sie dürfen nicht. Das Prinzip, was vorherrscht in jedem Staat, egal welchen, ist die Tätigkeit der Leute. Das ist das Entscheidende, was ein Staat voranbringt. Nicht die Politiker. Die können nicht mal einen Rahmen machen, weil der Rahmen wird ja unter Umständen von Firmen oder Einzelpersonen durchbrochen. Ja, zum Beispiel, Sie brauchen ja bloß einen Firmensitz in der Schweiz wählen. Trotzdem mal können Sie Geschäfte und Aufträge in Deutschland erledigen. Eine Erfindung kann schon sein. Eine, ja, wie auch immer. Genau, wie will der Staat sich gegen eine Erfindung wehren? Ja gut, er kann die US-Armee schicken und Deutschland kaputt schlagen lassen. Das ist noch möglich. Aber grundsätzlich, die sind nicht wichtig. Die Menschen sind wichtig. Von denen geht alles aus. Von ihnen geht alles aus. Das müssen Sie zwischen Ihren beiden Ohren begreifen, bitte. Ja? Sie sind das wichtigste Instrument sind Sie selbst. Bei der Heilung, bei Ihrer eigenen Lebensplanung, bei Ihrer Politik, lassen Sie sich von den Politclowns nicht für blöd verkaufen. Bitte. Die dürfen ja nicht so einen Einfluss haben auf die Gesellschaft. Das heißt, die Rede an den kleinen Mann. Ja, von Wilhelm Reich, ja. Ja, die ist fantastisch, die Rede, ja. Die dürfen ja keine Gesetze mehr machen. Ja. Das ist nur das Bewusstsein. Ja, das Bewusstsein. Ja, wenn der kleine Mann wüsste, wie mächtig er ist. Ja. Wenn ihm das bewusst wird, ne, dann braucht er sich bloß noch vor den Spiegel zu stellen und dann geht's los. Ja. Wir sind gut, wir sind wunderbar. Das war jetzt nur ein Einschub. Ne? Wir lassen uns von den Politikern nicht beeinflussen. Ne? Beeinflussen sich bitte lieber selber. Wie ich immer sage, Sie müssen Ihr eigener Kommandant werden. Ja? Sie müssen so tun, als seien Sie ein General mit einer ganzen Armee. Dann sind Sie richtig. Ja. Okay. Und sei es nur, dass sie ihre Blutkörperchen richtig steuern. Deine Aspekte, du bist der Chef, deine Aspekte. So, also beides gegen den Widerstand der BRD-Politik, also Friedrich Flick in Deutschland wieder mit aufgebaut, obwohl das Gegenteil ständig vorgetäuscht wird, eben von der Politmafia oder von denen, die behaupten, sie seien so wichtig für uns. Ja. Die Akzeptabilität der offiziellen Gründe des Antarktis-Vertrags, wie vor allem die Friedensliebe und der Umweltschutz, die Friedensliebe der Alliierten und der Umweltschutz der Alliierten, ja? Ah ja, okay. Setzt erheblichen Drogenrausch, äquivalente Demenzstadien oder blecke politische Navität voraus. Ja, Sie können sich ja wählen, was Sie gerne machen möchten, ja? Also, ja, Friedensliebe, ja. Am 27.07.2012 beendete die britische Kriegsmarine ein Großmanöver zur 30-Jahres-Feier der Eroberung der Falklands, die 1982 mit einem Aufwand, der vergleichbar ist mit dem des letzten Irakkrieges der USA, zurückerobert worden waren. Wenn man diesen Aufwand der Briten um die Falklands, also 1982, bedenkt, oder den der USA um die kleineren SS-Basen im Irak oder in Afghanistan, was würden die Alliierten da nicht alles für den Kampf um den Kontinent Antarktis tun? Der in so mancher Hinsicht quasi die Perle des Planeten ist. Vielleicht wäre die Menschheit längst durchgedreht vor ständigen Atompilzen in der Antarktis seit Jahrzehnten im Fernsehen. Nein, wer diese Welt halbwegs verstanden hat, weiß, dass ein Antarktis-Vertrag oder ein Mauerfall nur mit gigantischem militärischen Druck einer geheimen ersten Supermacht denkbar ist. Richtig.
Wer sie die dritte Macht nennt, hat schon einen guten Anfang gemacht. Darf ich mal kurz einen Einschub machen? Eigentlich nicht, nein. Wie ist es möglich gewesen, dass, wenn es so unter Druck, der Mauerfall unter Druck, dann plötzlich dieser kalte Verwaltungsstreich durch Genscher und Kohl und die anderen Konsorten? Ja, wie ist es möglich, dass dieser Beschiss seit 1990, warum konnten sie das nicht verhindern? Ja? Gute Frage. Das hätten sie ja wohl verhindern können, wenn sie so eine Macht haben. Muss ich jetzt mal anmerken. Also im Moment lese ich den Schneider-Text zum Reichsrechts- und Antarktis-Vertrag vor und also über die militärischen. Ich würde den Mauerfall mal rauslassen. Und die militärischen und sonstigen Implikationen zum Mauerfall müssen wir, das kann ich jetzt nicht in einem Satz sagen, das werden wir auf ein späteres verschieben müssen. Aber es ist eine berechtigte Frage, da können wir uns gerne nochmal unterhalten. So, also, es ging im Moment um die Falklands. Also die Falklands als alliierte Wachtposten an reichsdeutschen U-Boot-Straßen von Neuschwarmland zu SS-Basen westlich von Kap Hoorn und im Atlantik nach Norden sind für das alliierte Militär ähnlich wichtig wie die Tiefseebasen im Bermuda-Dreieck für die heutigen reichsdeutschen SS-Truppen. Auch weitere subantarktische Inseln werden zum Teil inoffiziell als Marinestützpunkte genutzt. Ja, subantarktische. Ne? Dann schiebt er hier eine kurze Geschichte der Falklandinseln ein, die ab 1600 und so weiter losgeht. Diese Zwischenschritte erspare ich mir. Das vielleicht, wir hatten ja gerade gehört, 1982 hat Maggie Thatcher, also die Briten, nochmal einen Krieg um Falkland gemacht. Kommen wir zu einem interessanteren Punkt in der Geschichte der Falklandinseln. Vom 17. Februar 1948 bis 16. März 1948, nach einem anderen Bericht, wäre das allerdings schon 1946 passiert, Besetzung der Falklands durch SS-Fallschirmjäger-Bataillon 600, 300 oder 500 oder 400, wie auch immer. SS-Jäger nehmen 750 Briten und 200 Amis der anwesenden Elite-Truppen gefangen. Waffenstillstand zwischen Deutschem Reich bis 10.03.2008 vereinbart, der später immer wieder von Alliierten gebrochen wurde. Ein Bericht, in Klammern, ein Bericht von dieser SS-Operation schon auf 1946 datiert, ist verschollen, aber plausibler. A, als Antwort der Reichsdeutschen auf die Ermordung der deutschen Kriegsgefangenen, unter anderem in den Rheinwiesenlagern, und B, als Anlass für den US-Angriff High Jump ab Oktober 1946 auf Neuschwarmland. 1961 Juni Antarktis-Vertrag, Sowjetunion wittert Ansatz von Verständigung der Westalliierten mit dem geheimen Deutschen Reich, denn die große US-Forschungsbasis McMurdo bleibt in der Ostantarktis bestehen und schlägt im August 1961 mit dem Mauerbauen, also die Sowjetunion schlägt mit dem Mauerbauen im August 61 zurück. So, Überschrift: Kalter Krieg als Rache für Antarktis-Vertrag. 1977 im November, argentinische Besetzung der Südthule-Inseln, britische Warnung. 1982 Falklandkrieg, britischer Sieg, 20. Juni 1982, auch in Südthule, Berlingshausen, Cook, Morell. Entdeckung 1775 von James Cook als Ultima Thule bezeichnet. Teil der südlichen Sandwich-Inseln. Sowjetunion wittert wegen Falklandfrieden von 1982 schon wieder Kungeleien. Die waren eben sehr misstrauisch in Moskau. Krieg gegen reichsdeutsche Geister, U-Boote bzw. Boote in der Ostsee und so weiter. Reichsdeutsche Vernichtung der Skalarwaffen von Tschernobyl am 26.04.1986, Geburtstag von Rudolf Hess. Nicht? Das ist ja dem, was dem Mauerfall vorausgegangen. Abschuss der US Challenger mit Atombombe für Neuschwarmland, das war im Januar 1986, das ist also noch vor Tschernobyl gewesen. Glasnost, Perestroika, Auflösung der SU, Mauerfall und so weiter als Teil des Friedensvertrags Russland-Deutsches Reich 1989 zurück nach NSL. Die Bemerkung in diesem Artikel Neuschwarmland über Neuschwarmland, dass, also hier wird Metapedia was über Neuschwarmland gesagt, dass dieses völkerrechtswidrig von Norwegen beansprucht, werde, ist falsch, weil sich Norwegen an den Antarktis-Vertrag hält.
der keine Ansprüche erlaubt. Nicht einmal Debatten über Ansprüche. Also wer den Antarktis-Vertrag unterschrieben hat, darf keine Ansprüche stellen an der Antarktis. Siehe Wikipedia Antarktis-Vertrag. Die Bemerkung hier und in anderer Literatur, die BRD oder Deutschland hätte auf Ansprüche auf Neuschwabenland verzichtet, ist wiederum erst recht falsch, weil auch die BRD sich an den Antarktis-Vertrag hält. Was nach allen Indizien kaum anders sein kann. An den Antarktis-Vertrag hält, der weder Ansprüche noch implizit Anspruchsverzichte erlaubt. Also man kann weder Anspruch haben, noch darauf verzichten. Im Vertrag ist, glaube ich, geregelt, dass alle Gebietsansprüche zu einem späteren Zeitpunkt geregelt werden. Aber nur diejenigen werden dabei sein, die ganzjährige Stationen haben, unterhalten. Und komisch, ne? Die BRD unterhält ganzjährige Stationen. Ganzjährig. Neumayer 3 ist ja vor ein paar Jahren für 25 Millionen Euro neu gebaut worden. Nur so als Idee. Weil die vor Neumayers, die sind immer irgendwie abgedriftet. Ne? So. Eis, ne? On Eis, weg und so weiter. Ja, ja, wer da wohl den Heizer angemacht hat. Ja. Ja, okay, Anspruchsverzichtung. Wenn außerdem, was nach allen Indizien kaum anders sein kann, Neuschwabenland und wahrscheinlich der Rest des unteren Sechstels der Welt unter dem 60. südlichen Breitengrad als Geltungsgrenze des Antarktis-Vertrags heute zum Hoheitsgebiet des Deutschen Reichs gehört, hat die BRD als nicht souveräne Mitverwaltung der alliierten Militärregierung im besetzten deutschen Mutterland ohnehin nirgends etwas zu melden. Weder über noch unterm 60. Grad der Welt. Auch wenn sie heute eher eine israelische Kolonie sich noch so oft Deutschland zu nennen erkühnt. Die neue russische Militärregierung der BRD seit Juli 2012 hat bereits verdeckt mit der Rückabwicklung der BRD begonnen. Doch, herzlichen Dank. Allerdings sagt er ja nichts Genaueres. Kannst du bitte nochmal vorlesen, den Satz? Die neue russische Militärregierung, den könnt ihr euch auch jeden Tag wiederholen, die neue russische Militärregierung der BRD seit Juli 2012 hat bereits verdeckt mit, ach deswegen sehen wir das nicht so offensichtlich, verdeckt mit der Rückabwicklung der BRD begonnen. Herzlichen Dank, sagt er dazu. So ist Kavi Schneider. Ja. Wir danken der Reichsführung für ihre kluge, defensive Kriegsführung seit Beginn des Krieges nach dem Krieg 1945 und bitten sie, den Plan der Befreiung des besetzten Mutterlandes als Teil des Endsiegs zur Errichtung des Deutschen Weltreiches mit Führer, treuem, sie den Heiland durchzuführen. Das war dann die geweichte Stelle. Ach so. Ja, sie den Heiland. Finde ich nett. Sie den Heiland ist mir so plötzlich eingefallen. Herzlichen Glückwunsch zum 70. Geburtstag an die erste SS-Basis, 1942 gegründet, auf dem Mond. Und zum 56. Geburtstag an die älteste deutsche Basis ab 1956 auf dem Mars. Text Ende. Okay. So, der ist erschienen auf terragermania.com. Ja, und da kann man eine PDF als Textdatei runterladen. Da sind dann auch die Landkarten drin, unter anderem, also verkleinert auch diese hier. Und auch einer von mir aus dem Dürke Weltatlas von 1954, da ist auch die Expedition, deutsche Expedition drin und so weiter. Und auch die Bird-Expedition drin. Ja, und natürlich, es gibt noch einen zweiten Teil also eine Erweiterung dieses Textes. Der steht allerdings, soweit ich das gesehen habe, nur auf unglaublichkeiten.com. Gucken Sie dann einfach, weil bei Terra Germania gibt es einen Link zu unglaublichkeiten.com. Ja, hier noch als Nachsatz, Layout, das gehörten gerade, ist von mir, von heute, 29.11.2013, leicht korrigiert, wegen Verhaftung von Autor Kavi Schneider am 28.11.2013, dem 70. alliierten Jahresschandtag der Teheran-Konferenz von 1943 mit Roosevelt, Churchill und Stalin, die gegen alles Menschen- und Völkerrecht die Teilung Deutschlands beschlossen hatten, ganz freiheitlich, demokratisch, geplanter Mord und Landraub. Das ist das, was die Herren da geplant haben in Teheran, gestern vor 70 Jahren. Ja, und noch Ergänzung, Vergleiche Kaufmann, Morgenthau, Hutenplan und HIV-AIDS, Todespropaganda bei CDC. Das ist ja der moderne Morgenthau-Plan, wenn man so will. Ne? Die Deutschen mit HIV-AIDS verwirren und mit Chemo dann in den Sarg bringen. Nicht? Ja, ab in den Sarg, eine Abkürzung für AIDS. Ab in den Sarg, AIDS. Ne? Oder alle inszenieren die Seuche. Ja, alle inszenieren die Seuche, AIDS. Ne? Ja. Ja, die wird ja nur inszeniert. Nicht? Also es gibt Leute wie Professor Duisberg, die sagen, das sogenannte AIDS-Virus macht das alles nicht. Der macht das seit Jahren, hält hier Vorträge,
veröffentlicht auch in den besten Hochglanzzeitschriften, ist natürlich ein deutscher Professor, der allerdings seit über 30 Jahren in Kalifornien lehrt. Schade, dass er dahin gegangen ist, wäre mal lieber zu Hause geblieben. Und es gibt einen, den Dr. Stefan Lanka vom Bodensee, der sagt sogar, die haben noch nicht mal nachgewiesen, dass es das HIV gibt. Geschweige denn, der ist inzwischen so weit, der sagt, alle solchen Theorien stimmen nicht. Nur Hartz IV jetzt. Ja, ja, auch das ist wieder eine komische Übereinstimmung. HIV, von HIV zu Hartz IV, genau. Also nicht, die versuchen immer alles in diesem zu machen. Ja, ich danke Ihnen erstmal für Ihre Aufmerksamkeit. Danke. Ja, danke, lieber Peter. Dann würde ich sagen,